Und damit recht herzlich willkommen zurück zum Fernbus-Simulator hier bei Nordrhein TV Play mit mir, dem Zinges. So, wir sind hier gerade in Dortmund. Wir gucken mal kurz nach hinten. Hier alle vollzählig. Einmal kurz durchzählen. Na dann eben nicht. Dann setze ich mich jetzt einfach mal auf meinen wunderschönen Fahrersitz. So. Starte mal den Motor. Mach mal das Licht an. Mach die Klimaanlage an. 22 Grad, wie immer. Und jetzt bin ich einfach mal still. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zur Neige gehen, kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello and welcome to Flixbus. We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today. Before we set off, we would like to share some information about the journey. The wearing of seatbelts is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey. In the seat pocket in front of you, you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There's a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets, which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas and requests. We are always ready to assist. And now, we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. So, als ich die Ansage das erste Mal gehört hatte, dachte ich, das kommt jetzt noch in Französisch, Russisch und Chinesisch. Also, boah, was für eine Ansage. Also, ich war echt begeistert. Also, ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich so eine schöne Ansage noch nie in einem echten Fernbus gehört habe. Aber schön ist sie, wirklich. Also, lupen rein. Wie gesagt, kann sein, dass es manchmal wirklich solche Ansagen gibt, aber ich habe sie noch nie gehört. Nicht in dieser Hülle und Fülle an Wörtern und die Länge. Boah, Wahnsinn. Wie im Flugzeug, wie im Flugzeug. So, hoffentlich wird das auch so angenehm wie im Flugzeug hier, ohne Turbulenzen. Allerdings Turbulenzen, da spreche ich direkt was Schönes an. Da könnte ich einen wunderbaren Übergang machen. Und zwar zu den Kommentaren unter den Fernbus-Videos. Also erstmal bin ich echt überrascht über das Interesse am Fernbus-Simulator. Also was heißt überrascht? Nein, über die Klicks, sage ich mal. Die reinen Klicks, ja. Oh, ich höre gerade eine Kirchenglocke. Die reinen Klicks meine ich jetzt gerade mal. Es ist wahnsinnig, einfach in welcher Zeit das Video geklickt wird. Also es ist ein wahnsinniges Interesse am Fernbus-Simulator vorhanden.
Und das ist schon mal wahnsinnig. Aber jetzt kommen die Kommentare, weil das ist auch wahnsinnig, was da los ist. Also ich würde jetzt einfach mal die ganzen Leute in den Kommentaren in drei Fraktionen aufteilen. Drei Gruppierungen, sage ich jetzt einfach mal. Weil es gibt da, glaube ich, wirklich verschiedene Ansichten. Also es gibt nämlich einmal, glaube ich, die, die sich wahnsinnig auf den Fernbus-Simulator gefreut haben und jetzt wunderbar finden, dass sie ihn endlich spielen können und auch Spaß haben mit ihm und ja, einfach glücklich sind. So, die gibt es. Allerdings gibt es auch Leute, die sehr skeptisch sind, die den Fernbus-Simulator nicht kaufen, weil, naja, okay, wenn man sich auch auf Steam zum Beispiel die Bewertung anguckt, dann sieht man da ein ausgeglichen und ja, da kann man schon mal skeptisch werden. Und dann gibt es halt auch die Leute, also die sich das Spiel gekauft haben und total enttäuscht sind von dem Spiel. Und ja, einfach sich teilweise auch, oder die einfach sagen, dieses Spiel ist für mich keine 30 Euro wert, die es nun mal kostet. Also 29,99 Euro. Und das ist halt wahnsinnig, was da einfach los ist. Ich fahre zu langsam. Was denken die mit, wie viel soll ich hier die Kurve hochbrettern? Naja. Jetzt gleich fahre ich zu schnell. Wetten? Naja. Hat geklappt. So, und jetzt Gas. Strecken wir um Folgen bis zur letzten Station. Also das finde ich einmal ziemlich wahnsinnig. Und ich möchte direkt sagen, ich möchte mich da keiner Gruppierung direkt komplett anschließen. Ich sehe das ein bisschen gar nicht mal anders, aber es ist, glaube ich, nicht so einfach zu sagen jetzt, wobei doch, ich verstehe auch die Leute eigentlich ein Stück weit, die sagen, ja, ich bin ein bisschen enttäuscht. Aber es ist trotzdem immer noch etwas kompliziert, für mich zumindest, da jetzt zu sagen, ich hasse das Spiel, ich liebe das Spiel. Es ist so, wie soll ich es vergleichen? Ich habe jetzt keinen Vergleich auf der Hand. Ist auch egal, aber auf jeden Fall gibt es wirklich einfach die Kritik, dass das Spiel als eben was wahnsinnig Tolles, Gutes, Schönes und ich weiß nicht, du fährst so schnell. Aber eben, dass Leute einfach enttäuscht sind, dass die Erwartungen zu hoch waren an das Spiel und diese Erwartungen eben enttäuscht wurden. Und ich kann dazu nur sagen, ich habe diese Death Diaries immer sehr gerne geschaut. Also es war wirklich ein Augenschmaus und es war auch schön, was da erzählt wurde. Und man muss dazu nochmal sagen, einige Funktionen sind einfach noch nicht im Spiel. Zum Beispiel dieser Streckeneditor, der einfach so vielversprechend klingt, finde ich zumindest. Der ist noch nicht im Spiel und ich denke, es werden noch einige Updates kommen, wo eben auch neues Zeugs dazu kommt. Es kommen noch, ich sollte eine Pause einlegen. Wo eben dann, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ich habe es gerade echt vergessen. Es tut mir leid. Aber, ja, genau, die Death Diaries. Also, ich fand das immer total cool und schön und aber ich glaube, die Gefahr ist einfach, dass es dazu führen kann, dass die Erwartungen zu hoch geschraubt werden und deswegen, also das sage ich jetzt ungern, weil das klingt so ein bisschen so wie, ja, hättet ihr mal, oh, da sind jetzt wieder die Straßenmarkierungen sehr spät aufgetaucht, das ist auch ein großer Kritikpunkt. Auf jeden Fall, ja, ich lege gleich eine Pause ein. Auf jeden Fall gibt es halt Leute, die so enttäuscht sind und da denke ich mir manchmal, also man muss sich leider, das muss man echt sagen, leider tief gründig oder sehr genau mit solchen Spielen beschäftigen, bevor man sie kauft. Das ist insofern schade, weil man jetzt nicht sagen kann, der Trailer ist schön, ich habe was Gutes über das Spiel gehört, das Spiel muss gut sein. Nein, so einfach ist das leider eben nicht. Und deswegen, Ich möchte niemanden das zum Vorwurf direkt machen, aber ich glaube, in manchen Fällen muss man wirklich einfach nochmal das Spiel sich ganz genau angucken. Und ich kann zum Beispiel auch nicht jedem sagen,
das Spiel ist super, also das möchte ich einfach nicht. Und ich drehe mich gerade im Kreis, ich weiß, aber ich finde es einfach so wahnsinnig, dass das gewissermaßen so nach hinten losgegangen ist. Zumindest jetzt der Start vom Fernbus-Simulator, weil ich mir das einfach anders vorgestellt hatte. Ich dachte, dass da Leute, also auch bevor ich das Spiel gespielt habe, muss ich jetzt sagen, dass da eben Leute kommen und einfach das Spiel gut finden, dass das so eine gewisse, nicht Konkurrenz, aber so der Gegenpol zum Euro Truck Simulator ist und vielleicht sogar zu OMSI so ein bisschen. Also dass das zumindest jetzt nicht die Stirn bietet, das klingt jetzt immer so böse. Ich meine jetzt gar nicht mal, dass es irgendwelche großen Konkurrenzprodukte sind, sondern einfach nur, dass es da definitiv mithalten kann. Und ich meine jetzt nicht nur von meiner Meinung her, sondern von der ganzen Community, alle, die dahinter stehen, die das sich jetzt gekauft haben und damit unterstützen, ne? Das Produkt ja auch und TML und alle anderen. Und dass da jetzt eben so eine angespannte Stimmung ist, das finde ich schon auch ein bisschen schade einfach. Und nicht mal für die Entwickler, sondern auch für alle Beteiligten. Also nicht mal nur für die Entwickler. Und natürlich kann man jetzt sagen, die Entwickler sind alles schuld, aber das ist auch immer fraglich, ob man das so einfach sagen kann. Und man weiß es einfach nicht. Aber es ist so oder so schade. Also ja. Und das ist halt die aktuelle Situation. Und nun hat man so ein schönes Spiel und ich habe Spaß damit, aber ja, es ist einfach einiges noch im Argen. Und wenn man jetzt da 30 Euro für ausgegeben hat, ne, was ja nun wirklich, also es kommt immer darauf an, wie man das wertet. 30 Euro, das ist für den einen viel, für den anderen wenig, aber trotzdem 30 Euro sind 30 Euro. Und wenn man jetzt dann total enttäuscht ist oder das Spiel gar nicht erst startet, dann ist das traurig. Egal, ob sie Entwickler schuld sind oder was auch immer, aber es ist traurig. Und das finde ich einfach so schade. Und das mit zu erleben in den Kommentaren und ja, überall, ne, wo man sonst noch irgendwie Kritik oder Schlechtes über den Fernbus-Simulator hört, dann finde ich das traurig. Und ich bin dann nicht derjenige, der dann groß böse wird, würde ich sagen, aber ja, traurig ist es. Wir fahren jetzt mal gleich von der Autobahn ab, in einem Kilometer, um genau zu sein, weil wir müssen eine Pause einlegen. Das machen wir jetzt kurz vor Bielefeld. Ich weiß nicht, wie das ganz genau hier funktioniert. Vielleicht, weiß ich, wie viele Stunden dürfen wir eigentlich am Stück fahren? Das habe ich jetzt vergessen. Naja, ist auch egal, wir machen eine Pause. Aber hier zum Beispiel die Pfützen und so, das sieht alles schön aus. Und ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich das Spiel mag, aber dass einfach noch viel Luft nach oben ist. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich weiß gar nicht, wo ich hier halten kann. Müssen wir eigentlich auch mal tanken? Nee. Dann fahren wir nur mal kurz weiter. So, aber ich hoffe, ihr versteht das mit dem, dass ich es traurig finde. Und auch, dass ich mich jetzt gar nicht so da mich in eine Richtung begeben möchte. So, ich glaube, da hinten ist irgendwas Grünes. Da setzen wir uns mal hin. Können wir jetzt eine Ansage machen eigentlich? Ne, immer nur zu bestimmten Events quasi. Ach, ganz von alleine geht das. Ja, übrigens wahrscheinlich totale Verspätung, das muss ich mal ganz kurz gucken. 15.48 Uhr sollen wir da sein. Na, haben wir noch ein bisschen. Aber ich würde sagen, wie es weitergeht hier, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss, euer Zingis.